Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen-Video vom magischen Adventskalender 2018. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei und ich denke mal, ihr seid das, wenn ihr das hier gerade hört. Hi und willkommen zu diesem neuen Adventskalender-Video. Heute gibt es eine extreme, krasse, neue Neuigkeit. Und zwar, wie ihr schon seht, habe ich eine ganz andere Frisur. Manche von euch werden jetzt sagen, wow, geil, endlich wieder die alte Frisur. Halt ein bisschen länger, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Andere werden wiederum sagen, oh Gott, mach dir wieder die Braids rein. Wie kam es dazu? Ich möchte heute einfach mal kurz mit euch reden. Wie kam es zu der Frisur? Was wird als nächstes passieren? Und so weiter. Und ich werde auch ein paar Kommentare vorlesen, welche meine Braids, meine alte, normale Frisur, ja, ein bisschen kritisieren. Aber ich denke mal, das könnte extrem lustig werden. Okay Leute, als erstes, wieso habe ich die Braids rausgemacht? Ganz einfach, ich habe jetzt wieder einige Tage keinen Auftritt und ich wollte mal schauen, wie lange meine Haare mittlerweile sind. Die sehen mittlerweile so aus und ihr werdet mich jetzt für ein paar Tage damit ertragen müssen, weil ich werde in ein paar Tagen diese Braids wieder hineinflechten und ihr könnt nichts dagegen tun. Aber vielleicht fragt ihr euch ja, Moment mal, warum haben da etwa welche was dagegen gegen deine Braids? Naja, wenn ich so aussehe, dann bekomme ich sehr viele Kommentare, wie beispielsweise Nilay Sahin schreibt, du kannst doch nicht diese Frisur schön finden. Doch. Liebe Nilay, doch kann ich tatsächlich. Ich kann jede Frisur schön finden, auch wenn ich mir eine Glatze demnächst mal rasiere. Nein, werde ich nicht machen. An alle, die jetzt ein paar Hoffnungen geschöpft haben, nein, werde ich nicht machen. Aber tatsächlich kann ich die Braids schön finden und es gibt bestimmt auch ein paar, die es genauso sehen. Und ja, trotzdem Dankeschön für deine konstruktive Kritik und deine Meinungsäußerung. Wir machen weiter mit dem nächsten Kommentar und zwar, ich mag dich, aber die Haare passen einfach nicht. Deine Meinung, Card Magic. Dankeschön trotzdem für deinen Kommentar. Und ja. Okay, der nächste Kommentar ist von Rex. Du Mädchen, die Frage ist halt, bin ich denn ein hübsches Mädchen? Oh, naja, du bist bezaubernd.